3, 1. Hallo, meine Freunde! Muss ich was tun? Keine Ahnung, Alter. Ja, wir haben wieder Werbe-Challenge am Start heute mit Stargast Maxim. Wir haben auch ein paar Fragen auf dich zugeschnitten. Ja. Okay. Aber ja, wenn du keine Fragen mehr hast, dann würde ich sagen, können wir im Prinzip sofort durchstarten. Ja, dann mach mir Angst. Okay. Ja, es fängt natürlich entspannt an. Die ersten Fragen sind ein bisschen fürs Warm-up. Da ist jetzt noch nicht so viel. Da ist noch nicht so viel Feuer unterm Hintern. Nicht lang schnacken. Frage 1. Was ist Irelia? Irelia, still the main? Oh. Ist kaum zu sehen? Ist insane? Oder countered Kane? Oh, das ist alles lustig, aber ich nehme mal still the main. Ach so, ja, ist natürlich richtig, absolut korrekt. Auch wenn ich sagen muss, ich habe Irelia, die neue, noch nicht einmal gespielt in meinem Leben. Das ist halt auch schade, ne? Wir brauchen noch dein Braumschild, stimmt. Normalerweise wärst du jetzt disqualifiziert, guten Morgen. Aber ich gebe dir noch eine zweite Chance. Ich brauche dein Braumschild. Nein sagen, morgen, du musst sagen, an welcher Frage. Bei welcher, das lobe ich mir so, doch. Nee, welcher dann, nee, wir machen das auch so ab 14 oder so. 14? Ich kann für dich 14 festlegen. Ach, das muss ich jetzt schon festlegen? Du musst jetzt festlegen. Dann machen wir 10. 10 ist aber sehr konservativ. Also bisher waren alle so bei Platin. Oh mein Gott. Aber du kannst auch, ist ja je nachdem, ob du safe ein Pass-Up gibst haben willst oder ob du ein bisschen gammeln willst. Nö, ich will die scheiß Kohle, Alter. 10. Ah, okay. Ja, es ist okay, da kommt der Familienvater. Guten Morgen, geliebter Frage Nummer 2. Wie viel Erfahrung hat das Riot Balancing Team in Spielentwicklung? 10 Jahre? 200. 50 Jahre? 200 plus 100 Jahre? Ich denke mal, an Aphelios hat man das sehr gut gemerkt. Ich möchte C einloggen, über 200 Jahre. Sind ja inzwischen sogar mehr geworden als zu Release. 201 mindestens. Das ist mindestens natürlich absolut korrekt. Frage Nummer 2. Das hier ist auf Collective Games sein. Ja. So, aber jetzt langsam beginnt. Na, okay, Frage 3 ist auch noch dumm. Was antwortet Ramos, wenn er ihn nach einem Gang fragt? Nein, ja, okay, vielleicht. Okay. Ist im normalen absolut Rank okay. Ist natürlich A, aber hier. Frage Nummer 4. Mit welchem Befehl kann man seinen Champion tanzen lassen? Ist A, Steuerung 4, B, Steuerung 2, C, Steuerung 3, 1 oder D, Steuerung 3? Das Gestörte aus dem Kopf weiß ich das actually wirklich nicht, weil ich spam die mal durch, bis ich es kann. Oh, das ist tragisch. Das ist wirklich tragisch, ne? Du aber bist schon so nah an deinem Raumschiff. Normalerweise ist es ja D einfach nur, ne? D ist Flash. Genau. Ey, guten Menschen. Morgen, ihr höflichen Hasen. Aber grüß euch. Ja, ich kann das nicht riskieren. Ich glaube, das ist eine optimale Frage fürs Publikum. Bist du sicher? Ja, ich muss, glaube ich. Bist du so früh schon so ein Publikumsjoker? Also, ich bin ja netter, weißt du? Ich bin ja, Günther Jauch ist ja mein Opa. Ja. Wenn man in Silber struggelt, das ist ja, da sind ja auch hilfsbedürftige Menschen in Silber. Ist das so? Ja, deswegen würde ich dir jetzt den Joker nochmal erlassen, weil ich glaube mir, du wirst ihn später noch brauchen. Okay. Also ich schwanke zwischen 3 und 4. Es gibt so einen weltberühmten Satz, da sagt jemand, ich nehme die Nummer. Ich nehme die Nummer. Also für mich wäre es 3, wenn du den Satz so sagst. Aber ich kann 3 für dich einloggen, wenn du möchtest. Ja, aber dann kriege ich ja Angst. Ja, das ist jetzt deine Entscheidung. Guten Morgen, Fritzchen, hallo. Aber lass mich nicht hängen. Wäre fatal, wenn es jetzt falsch wäre. Ja, wirklich fatal. Da gebe ich dir 8. Ist von Simpsons übrigens. Ich wusste selber vielen nicht, Dank, wünsche guten ist, Morgen an dich. Quasi hier Arnold Schwarzenegger als Gouverneur von Kalifornien. Nee, Quatsch, Dank, überhaupt danke, nicht, oder? Doch. Auf jeden Fall hat er die Nummer 3 genommen. Nummer 3 ist Gold, richtig. Ich nehme die Nummer 3. Dankeschön. Perfekt. Bei sowas bin ich, also bei sowas ist es wirklich schwer. Welche Stats bringt der beharrliche Sichtstein? Das ist A, 200 HP und 5% Movement Speed. Hä? B, 40 Fähigkeitstempo und 10% Movement Speed. C, 100 HP, 20 Fähigkeitstempo und 10%. Was zum Fähig ist der beharrliche Sichtstein? Was soll das sein? 5% Movement Speed. Beharrliche Sichtstein. Genau, da muss ich jetzt erstmal überlegen, was ist denn der beharrliche Sichtstein? Also ich weiß nur Sidestone. Nein, der Strunzelbart und Outtakes. Ja, ich habe bekommen. Die Frage, warum ist der, welcher ist beharrlich? Ja, es wird halt guten Morgen, mein geliebter Twitch-Chat. Und ich weiß, dass die blaue und rote Godfather. Ich kann dir so viel sagen, das ist ein Item, was es aktuell noch gibt. Oh Gott sei Dank. Mhm. Okay. Movement Speed ist ja übel rare. Also ich habe keine Ahnung bei dem Item, by the way. Ich habe keine Ahnung. Speed gibt. Aber es hat Armor gegeben, ne? Das, was Richtung Deadman's Plate geht. Es ist ein Item, was du auch in der Sparte Support findest, wenn du da diesen Item sortierst. Ich glaube, ich wüsste das noch nicht mal auf Englisch, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Ich versuche gerade den Item-Weg dann quasi zu finden. Das ist halt die Frage, ob man einen was aus dem Wälzer und HP gebaut wird. Aber das ist ja zu wenig HP. Also die erste wäre halt, das lässt sich ja gar nicht so gut zusammenbauen. Die beiden rechts lassen sich gut zusammenbauen. Das wäre halt 2 Wälzer und dann gibt es Movement Speed. Ja, guten Morgen, ja. Shepard. Ich vermisse Tungi auch. Nur Fähigkeit. Was soll man machen, das ist ne? Kompletter Schwachsinn. Es gibt nichts, was nur Fähigkeit ist. Wir vermissen alle Tungi. Also ja, doch, B ist eigentlich technisch gesehen Quatsch.
Ich helfe noch mal ein bisschen weiter. Ja, dann so das blöde Antwort gehört, doch, das Item halt. Wir sind immer noch in Silber. Hilfe kannst du in Gold nicht mehr erwarten, aber acht noch mal auf den Namen. Da warst du schon auf einer richtigen Spur. Und überleg noch mal, was gibt es denn für Items in diese Richtung aktuell noch? Es gibt die Support-Items, die Wards quasi. Ja, aber wie heißen die? Boah, die haben alle kranken Namen. Ich habe die alle ausgeblendet. Es gibt diesen komischen Haken, es gibt diesen Schild. Ja, glaubst du, dass sich davon ein Item zu beharrlicher Sichtstein übersetzen lässt? Nee. Ich weiß, dass es ein Item gibt, was dir Pink Wards gibt. Mhm. Aber Level 13. Nein, der Coco Jumbo. Ich tendiere sehr hart zu A, Bro, wenn ich ehrlich bin. Bei A. Also ich sag mal so, es ist dein Braumschild. Hier würde sich ein Joker durchaus bezahlt machen. Weil das ist ja jetzt deine Safety. Das ist ja, ja. Die Frage ist ja jetzt wirklich 10 Euro wert. Wenn du sie jetzt richtig hast, dann hast du ja zwei Subgifts safe. Wenn du sie jetzt falsch hast, verlierst du alles. Ja, genau. Mit Jokern okay, also verlieren ist natürlich nicht so geil. Das ist ja die Frage, ob der Chat bei sowas halt lost ist oder nicht. Weil, was habe ich denn? Ich habe Chat. Kann ich jemanden anrufen? Ist technisch leider noch nicht möglich. Wir sind erst in 2021. Das kommt dann nächstes Jahr hinzu. Könnte jetzt ja Johnny anrufen oder so, ne? Stimmt, da steht keine der Antworten laut Google. Aber das liegt nicht an Zola, das liegt am Quiz. Weißt du, es ist mittlerweile fast 2 Jahre her. Das heißt, boah. Da sind ein paar Patches dazwischen. Mittlerweile ist nicht mehr true, klar. Ja, ganz cool. Ja, okay, doch. Das können wir spontan mit einfügen, wenn du das jetzt spontan machen willst. Aber ich damals, Anfang 2 Season, der Antwort ist der 11. Er ist nicht in-game. Na, ohne googeln. Ja, nee, da ist er, glaube ich, lost. Lass mal den Chat entscheiden. Ja, lass den also, Chat wie gesagt, ich tendiere. Nee, ich sag lieber gar nicht, wohin ich tendiere, oder? Okay, nee, lieber nicht. Wir sind bei 90% Stimmen für B. 40 Fähigkeitssysteme, das ist doch Quark. Ja, gut, dann verlasse ich mich auf den Chat und dann nehme ich halt B. Aber, also es ist, wenn es das Item ist, was Pink Wards dir gibt. Es ist das Item, was Pink Wards dir gibt. Dann habe ich noch nie gelesen, was es für Stats gibt. Ich logge jetzt auch B ein. B ist korrekt. Das war auch keine Silberfrage, die war richtig schwer. Und deswegen kauft es halt auch keiner wahrscheinlich. Weil es halt einfach kein gutes Item ist. Es hat noch nie jemand gekauft, ja, das Item. Also bei einigen Builds bist du eh schon bei 60 oder so. Da bist du bei 100 noch was. Das klingt ja schon wieder dumm. Also wenn das jetzt Silber war, nein, dann Zecko, dann für den wird ja bei Gold, wenn ich hier nach Codings gefragt. Ja, genau. Wir gehen jetzt in Richtung HTML. C++ und Koreanisch kommen auch noch ein paar Fragen. Willkommen Gold. Welche sind die beiden letztplatzierten Teams der LEC Stand heute? Oh, shit. Astralis und Misfits. Vitality und Astralis. Misfits und Vitality oder D, CLG und Dignitas? Das ist einfach random NA drin, oder was? Ja, auch eingekauft in der DC, weiß ich nicht. Also Misfits hat eigentlich ein krasses Line-Up. Ich habe jetzt nicht alles geguckt, offensichtlich. Die Frage ist halt, ob ABC mich ablenken sollen. Bei ja, NA habe ich fast gar nichts gesehen. NA habe ich ein bisschen Cloud9 geguckt. Du musst ja auch mal den Namen der Frage lassen. Lest dir nochmal die Frage genau durch. Oh Gott, ich bin lost. Okay, gut. Danke. Ich kann ja nicht lesen. So, okay. Ist jetzt eigentlich ein krasses Line-Up. Ich glaube, Astralis habe ich letztens gesehen, stand irgendwie 1-3, hat gegen ein anderes Team gespielt, was auch 1-3 stand. Ja. So, das heißt, Astralis ist für mich ein krasser Favorit. Von unten. Von unten. Misfits auf der anderen Seite wurde eigentlich übelst gelobt. Ich kam aber auch nicht dazu, viele Games zu sehen. Oder ich verwechsel das. Ich glaube, Anfang der Season war das wirklich Misfits und Astralis, ja. Ich kann dir von einem der Teams das Line-Up nennen, falls dir das weiterhilft. Oh ja, bitte. Von Vitality, glaube ich, oder? Genau, gib mir das her. Von Vitality das Line-Up lautet: Top Lane, Sigenda. Jungle, Skeens. Midlane, Milika. ADC, Comp. Support Labrov. Ich glaube, ich habe ein Vitality-Game gecastet, offensichtlich, weil ich ja einmal kommentiert habe, ist jetzt LEC. Aber das war der erste Spieltag, das ist vollkommen scheißegal. Kannst du auch jemanden anrufen? Ja, ich rufe jetzt an. Kannst du auch Grabs anrufen? Ich weiß der ja Bescheid. Ich glaube, Grabs arbeitet jetzt hoffentlich. Okay. Wir probieren mal Bart castet gar nicht mehr, ne? Warte mal Prime League. Xavis sollte das wissen, ja? Aber dann machen wir auf Lautstärke, bitte. Ich glaube, ich habe seine Nummer hier nicht direkt. Meinst du, Johnny hat viel geguckt? Oh. Johnny ist so scheiße mit dem Telefon. Ah, hieß ich nicht. Wir probieren Kernos. Janos, Hilfe. Scheiße. Geh ran, mein Sohn. Sieht nicht gut aus. Ich probier's nochmal, okay? Du kannst auch noch deinen Joker wechseln. Ah, shit. So, nee. Ich muss jetzt jemanden anrufen. Guten Morgen, Deutscher. Hallo. Johnny Analyse und Johnny Hurensohn. Probier's bei dir nochmal. Du hast Johnny. Also in der guten Ach, Johnny streamt doch. Oh. Bei mir wird er aber nicht angezeigt. Scheiße. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich vorher einen auswählen und der muss quasi ready sein für den Anruf. Eine Chance gebe ich dir noch. Eine Chance mir geben. Ich kann bei Riot anrufen, bei Hans. Der weiß es bestimmt. Das war das falsche Telefon, schreiben Sie. Falsches Telefon, falsches. Ruf Johnny aufs andere an. Der scheint ready zu sein. Okay. Hat Johnny das gesagt oder was? Ja, anscheinend. Also der Chat scheint Bescheid zu wissen. Johnny ist ganz wichtig. Ich bin ja gerade bei Sola Super Power Quiz.
Mach mal näher ans Mike noch. Die Frage ist, welche sind die beiden letztplatzierten Teams in der LEC gerade? Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Johnny, welche sind die letzten beiden platzierten Teams in der LEC? Hast du da schon so, bevor ich dir Antworten nenne, schon einen groben... Ich guck die NBA nicht. LEC, Alter! Ich guck auch kein Eishockey. Doch, doch, du hast doch gerade viel Freizeit. Ja, ist ein LOL-Quiz. Es gibt eine Combo, pass auf, die heißt Astralis plus Misfits oder Vitality plus Astralis. Ich weiß, dass Astralis super hart Ass sagt. Kann ich dir erzählen? Die waren besser als Origin. Aber das ist witzig, weil als sie noch Origin waren. Ja, Astralis sagt mega. Die Frage ist, sagt Vitality oder sagt Misfits mehr? Misfits, das war auch ein Witz. Misfits, Alter. Was ist mit Johnny los? Ganz schlecht. Da kann ich dir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Tut mir leid. Doch, Johnny, sei doch nicht so. Hat er jetzt aufgelegt? Weiß ich nicht. Doch, er hat aufgelegt. Ich glaube, er hat dich einfach übelst getrollt. Ja, nee, no joke. Ich glaube, er hat dich komplett getrollt. Ich kann Franz anrufen. Ich hoffe, er macht mit. Noch ein Telefon-Joker. Franz? Nee, Frank. Frank. Scheiße. Frank. Oh, du bist. Ich habe Franz anrufen. Ich habe mich verwechselt. Scheiße, Mann. Warte, ey, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleib negativ. Tschüss. Oh, warte, no. Den habe ich lange schon gehört. Den kennst du auch noch. Ja, natürlich. So, Franz, hörst du mich? Ja. Franz, ich habe eine ganz wichtige Frage, okay? Ich bin ja gerade absolut Barry und Franz. Okay? So ein bisschen Wer wird Millionär-mäßig. Du bist doch in der LEC drin, oder? So ein bisschen. Okay, so ein bisschen tabellarisch bist du doch drin. Du bist mein Telefonjoker. Pass auf. Welche sind die letzten beiden platzierten Teams gerade in der LEC? Wer sind die letzten? Aktueller Stand. Die ganz unten. Astralis plus Misfits, Vitality plus Astralis oder Misfits plus Vitality? Ich tue doch einfach. Was ist denn eigentlich? Oh, geil. So, okay, gut. Ja, pass mal, wir haben das Telefon weg, wir haben den Chat weg. Wir haben noch 50-50. Das heißt, du hast immer drei Leute angerufen. Aber dann alle haben wir gar keine Munition mehr. Einfach guck geil. Mal, was die Regie hier sagt. Einfach geil. 50, einfach einmal geil. Aktivieren, bitte. Es bleiben übrig. Antwort: Vitality plus Astralis oder Astralis. Ja, danke, Fabian. Guten Morgen, Mann. Danke fürs Abend. Misfits und Vitality. Okay, dann nehme ich Vitality Astralis. Bist du sicher? Ich bin mir sicher, ich hoffe doch. Wir loggen ein. Ist absolut korrekt. Ich habe recht. Klasse, also wie souverän diese Frage schon wieder einfach nur absolviert hast. Auch gar nicht so viele Leute angerufen. Herzlichen Glückwunsch, du hast offiziell dein Braumschnitt erreicht. Ja, wir sind jetzt bei 14. Ach ja, stimmt. Ja, Alter, ich bin schon wieder komplett aus dem Konzept. Okay, 14-Euro-Frage. Wir sind in der High Gold, wir sind in der Platin-Promo. Ja, dann los. Ab wann executed das Support-Start-Item Range Minions? 20%, 30%, 35%, 25%. Ranged Minions? Da gibt es einen Unterschied zwischen Ranged und Melee? Das wusste ich gar nicht. Ja, es gibt tatsächlich einen Unterschied. Krass. 35 finde ich schwierig. Honestly, wir haben jetzt ja fast alle Quiz von Sola geguckt in der Hinsicht und das ist bei weitem das härteste bis jetzt. Alle Fragen davon, ich habe keine Ahnung. Liegt aber auch daran, dass es bis jetzt irgendwie 3 oder 4 Support-Fragen waren. Also obviously die ersten paar Fragen waren easy, die wussten wir. Sowas wie Irelia still the main. Aber jetzt, so dieses Support, beharrlicher Sichtstein und was auch immer jetzt hier, I don't fucking know. Das ist, glaube ich, wenn nur noch 35% übrig sind, ne? Warte mal. Ja. Ab wann? Also die HP-Zeichen bezieht sich dafür, ich kann gar nicht mehr reden, ich habe zu viel gelacht, wie viel HP noch übrig sind. Ja, oder also das heißt, wenn ich 20 sage, ist es 20, 19, 17 und so weiter, ne? Ja, müsste so. Ja. Ich schwanke zwischen 30 und 25. Ach so, warte mal, es ist glaube ich, okay, wir haben getrollt. Es geht hier um Ranged Champions, nicht um Ranged Minions. Ja, ich weiß. Also die extra Minions nicht. Es geht ja darum, ob du mit Thrash last hittest oder nicht. Ja, genau. Es geht um Ach Champions. So! Ja, bei den. Ach so, es geht um den Champion. Dann Rage Champions sind irgendwie 35, glaube ich, oder?
Medis sind 50% und Ranged sind 35%, glaube ich, Medis, oder? Medis ist, glaube ich, echt 50% oder sowas. Das ist irgendwas übelst krasses. Aber die Ranged Boys... Genau, also Jauch hat jetzt quasi gleich Feierabend. Und so ja. kurz bevor man seinen Arbeitsplatz verlässt, ist er immer noch mal gut drauf, ne? Bringt man seinen ja. Mitarbeiter noch mal ein Käffchen. Ja. Das heißt, jetzt gibt's noch mal, es gibt noch mal so ein kleines Tippelchen. Aber danach bin ich auf dem Heimweg. Danach bist du zu Hause schon. Danach ist Feierabend. Danach bin ich ja. Auf dem Sofa mit dem Bier. 50% bei Medis. Wie viel? 50. 50, ja, das ist okay. Das wusste ich ja quasi schon vorher. Achso, das halbe okay, Thema. Als Melee habe ich da ein gutes Gefühl. Die Frage ist halt, ich habe irgendwie 1, 2 Jenner Games oder so gehabt, bisher, ja. Wo ich dann auch gelastet habe. Und das war anstrengend. Ja, ja, der Chat sagt gerade, wir sollen dir noch ein Telefon geben, weil die Fragen heute wirklich knackig sind. Die Fragen wirklich? Sind wirklich schwer heute. Die Fragen sind mega schwer. Ich muss sagen, bisher Frage ist wie lang ist sehr schwer. Wie lang ist dein Telefonbuch noch, ist die Frage. Wie lang ist mein LOL-Telefonbuch noch? Bart spielt viel Bart, ne? Ah, nee, Bart ist. Ja, nee. Ruf jetzt Bart an. Bart, jetzt geh ran! Mann, die sind alle so unzuverlässig! Oh, Bart ruft zurück. Bart, ist super wichtig, okay? Ich bin hier in einem krassen LOL-Quiz gerade. So, da quetscht mich richtig aus. Du musst jetzt eine Frage beantworten für mich, okay? Die ist aber schwer. Okay. Du bist doch Bart-Main, stimmt's? Bist du, ne? Verpasster Anruf, gut schon. Den muss ich nachher anrufen. Pass auf. Also, wichtig. Ab wann executet ein Supporter mit seinem Execute-Item Minions? Das Ding ist aber, der Supporter ist nicht Melee, der Supporter ist Ranged. Ja, das heißt, der Melee-Supporter kloppt ja auf ein Minion, was halb tot ist, und dann wird das geshared. Stimmt's? Ja, ja. Und ab wann shared ein Ranged Boy? Wenn er lastet. Ja, 35%. Und wie viel Prozent ist die Frage? Wir haben 20, 25, 30 oder bei 35%. Mit 20 oder 25 gehen, to be honest. 20, 25 sagst du? Nein, bald, 35. Ich bin eher 20, bei deinem Not completely schon. Okay, cool. Danke dir. Hey, gerne. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich geholfen habe, aber easy. Jo, kein Problem. Ciao. Sehr gut. Also ich habe eine Tendenz. Ich rufe jetzt meinen Bruder an, der spielt auch LOL. Nee, Kutscher muss auch. Ruf einfach den nächsten an. Dann gibt keinen Fuck. Bart gibt eine Antwort, aber Kutschi. Den nächsten. Dein sechster Telefonjoker. Hör mal zu. 30%. Wie viel? Mein Chat hat mir die Frage schon gestellt. Ich glaube 30. Du glaubst 30? Ja, ich hab nicht nachgeguckt oder so. Das war, du bist ja ein fairer Spieler. Okay, 30 klingt auch falsch. Das ist zu viel. Die Antwortmöglichkeit waren 30. Das ist zu wenig, no? Ist viel zu wenig. Ja, ab 20 und dann in 5er Schritten. Ja, dann 30, glaube ich. 30? Okay, danke dir, Mann. Kein Ding. Ciao, viel Glück noch. Okay, ich rufe jetzt noch meinen Bruder an. 30%. Und dann noch den 7. an. 30. Du sagst es auch? Das ist doch Quatsch. Okay, danke dir. Believe. Trollst du mich? Ich wurde heute nur getrollt. Nee, du, das, man darf halt seinem Bruder nicht trauen. Believe ja? einmal in deinem Leben. Believe einmal in deinem Leben. Okay, du schuldest mir deine 4 Euro. Ja, okay. Okay? Super, das merke ich mal. Danke dir. Andersrum, aber wenn ich recht habe, überweist du mir 8. Oder wie viel kriegst du? Im besten Fall 50, aber bleiben wir erstmal bei 40. 30%. Okay, gut, danke dir. Log ein. Ich logge ein. Sein Bruder ist so eine Legende. 30, das kann doch nicht sein. So, dann, okay, 30 ist richtig. Das ist deine finale Antwort. Wenn so ja, das Wort einloggen will, er will, dass Maxim weiterkommt. Gesagt, ich habe ja quasi 4 Euro von ihm schon safe. Ja, dann loggen wir 30 ein und es ist absolut korrekt. Krass, das hätte ich niemals vermutet. Ich hätte gedacht, mehr. Herzlich willkommen im Platin, Maxim. Wie fühlt sich das an? Krass, aber auch. Also, du bist auch mehr aber an Dritte gedacht als 35 oder 30. aber close enough. Welcher Titel ist falsch? Leona, der strahlende Sonnenaufgang. Jenna, die Wut des Sturms. Raum, der gutherzige Beschützer. Thresh, der Kettenwächter. Okay, Thresh klingt einfach mega falsch. Hat er irgendwas mit Chains? Thresh the irgendwas? Jenna ist auf jeden Fall richtig. Raum ist safe richtig. Leona oder Thresh? In my opinion. Es ist Leona oder Thresh auf Deutsch. Ist immer schwer. Obviously, strahlende Sonnenaufgang klingt erstmal, ne, ergibt Sinn. Aber warum Kettenwächter? Müsste er nicht irgendwas haben mit Seele oder Laterne oder so? Also Leona klingt schon mal gut. Also was mir am spanischsten vorkommt, ist Thresh, definitiv. Ja. Thresh, der Kettenwächter. Sehr, aber sehr, sehr gut. Der haut ja schon hin, ne? Der Chain. Nee. Ist ja nicht das Auge des Sturms. Mach weiter, ja. Ist sie das Auge des Sturms? Ergibt das Sinn, dass Jenna das Auge des Sturms ist? Im Auge des Sturms ist doch windstill, right? Aber Jenna ist ja sehr, you know... Brutal, als der Frau. Chain Defender? Nee, der Chain, das heißt ein Wächter. Wie lange dir Wildpenguin? Protector klingt so ein bisschen scheiße. Nee, Braum ist irgendwas mit Herz. Ich bleib bei meinem Gott.
Bei meinem Bauchgefühl. Ja, ich würde auch mit Trash gehen. Ist kein Kettenwächter. Dann die für dich einloggen. Klingt einfach ja, schlecht. Klingt einfach schlecht. Wir gehen die Antwortmöglichkeiten durch. A. Leona, der strahlende Sonnenaufgang ist korrekt. Jenna haben wir auf Englisch The Storm's Fury. Aha. Also auf Deutsch die Wut des Sturms. Trash haben wir auf Englisch The Chain Warden. What? Ach Mann! Damit wirklich? Deutsch der Kettenwächter. What? Und Raum heißt auf Englisch The Heart of the Freljord. Damit mit dem Herz zu Deutsch macht. Das Herz Freljord. Er heißt damit wirklich Chain Warden? Leider falsch. Ich habe auch gedacht, dass du quasi auf richtigen Fährte bist. Und dann hast du auf einmal doch wieder Thresh gesagt. Der Chain Warden, Alter. Was für ein Chain Warden? What the fuck? Das ist ja verdammt wild. Das ist ja wirklich verdammt wild. Ja. Damit hatte Maxim bis jetzt von all den Quiz, die ich geguckt habe, alles die schwierigsten Fragen, finde ich. Also klar, sie waren ein bisschen auf Support zugeschnitten, aber welcher Support weiß, welches Item er nie kauft? Dieses verdammte beharrlicher Sichtstein, das mittlerweile 10-mal geändert wurde. Das war bis jetzt das bei weitem härteste Quiz von all denen, die wir gesehen haben. Vor allem die ersten paar Fragen. Wir können da bei Solo vorbeigucken, den Link habt ihr im Chat. Zu dem Telefon-Joker Powerplay von Maxim, der hat einfach 7 oder 8 Leute insgesamt angerufen. Ganz, 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 ganz wild. So!